So has anyone of you heard of rolling coal? It's a mostly American phenomenon of modifying your car in such a way as to maximize the emissions, so they are visible as a big black. Hallo, willkommen zur Übersetzung von dem Vortrag Dieselgate ein Jahr später. Wir sind Philipp und Let's not joke so much and focus on the topic at hand. Daniel Lange. Und jetzt sind noch einige. Daniel Lange hat die Mission, die Ausstöße bei VW zu stoppen. Er hat zu Hunderten von Leuten seitdem gesprochen. Letztes Jahr hat er auch einen Talk gegeben, zusammen mit einem Kollegen. Seitdem hat er mit 100 Leuten gesprochen, einige neue Informationen gewonnen, die er jetzt mit uns teilen möchte. Ich präsentiere euch Dieselgate ein Jahr später. Can you hear me? Okay, könnt ihr mich hören? Wunderbar. Thank you very much. Vielen Dank. Very quick announcement. The talk will be about sehr schnelle Benachrichtigung, der Vortrag wird 40 Minuten lang sein. Wenn ihr es verlassen wollt, bitte tut das langsam leise. Ich war nicht möglich, die Folien weiter zu reduzieren, ohne die Witze rauszunehmen. Mein Name ist Daniel Lang. Ich habe an der Dieselgate-Sache gearbeitet. Ich habe mit Richtern, mit Anwälten gearbeitet. Letztes Jahr war ich hier, weil ich das Gefühl hatte, dass Volkswagen eine Gruppe von Ingenieuren war, die einfach falsch waren. Und jeder das wusste und dass ich versagen musste. Ich weiß nicht warum, aber sie sorgen dafür, dass ich zurückkomme. Sie motivieren mich, zurückzukommen. Ich arbeite 16 Jahre in der Automobilindustrie, davon 13 Jahre beim Hersteller, der nicht in Ingolstadt basiert ist. Aber wir arbeiten nicht für die Automobilindustrie, das heißt, deshalb kann ich jetzt darüber sprechen. Hello, next slide. Okay, this was broken in the process, so I'm fixed here. Die nächste Folie funktioniert nicht. I can't walk. So everybody basically cheated, right? Jeder hat the emissions thing is not Volkswagen scandal. It's Dieselgate. It's der richtige Name ist nicht Volkswagen Skandal, sondern nearly everybody basically has an issue. So this is why I actually would like to show you this slide. Deshalb würde ich diese Folie zeigen, um mein Gewissen zu beruhigen. This is about the temperature window. This ja, hier geht es um das Temperaturfenster. Und praktisch jeder hat ein Temperaturfenster, in dem sie das Verschmutzungskontrollsystem runterfahren. Nissan oder Audi zum Beispiel starten bei 17 Grad und das ist ein bisschen kritisch, weil der Test läuft bei 20 Grad. Das heißt, der Test kann bei 18 bis 20 Grad und wenn man bei 17 Grad sein Emissionskontrollsystem abschaltet, dann schaltet man es praktisch in allen Situationen in den Staaten ab. Aber das ist dann alles in Ordnung, wenn das Auto für Testing gut eingerichtet ist. Ich bin auch schuldig, auf die anderen Hersteller was zu tun, aber Volkswagen ist so unterhaltsam, dass ich nicht anders kann. Das ist der Geldfolie. Das ist, um euch abzudaten, falls ihr das letzte Jahr unter dem Felsen gelebt habt. Da sind zwei Verfahren in den USA, die erlauben, Geld von Leuten zu bekommen, die VW besitzt haben und
den er zusammenklagen. Volkswagen said yes, we cheated. But on the 3 liter they maintained for quite a long time that VW war das einfach, so bei den 2 liter Autos, da haben sie gesagt, wir haben betrogen, und bei den 3 liter Autos waren das längere Verhandlungen. Das ist jetzt eine Aufstellung der Gesamtkosten, ist 12 Milliarden. Für die 2,0 Liter muss VW die im Wesentlichen zurückkaufen, die Autos im Wesentlichen zurückkaufen. Und für die 3 Liter Autos müssen sie im Wesentlichen die Generation Autos der ersten Generation zurückkaufen, und die Autos der zweiten Generation bekommen. Die Injektion des der Dieselflüssigkeit. Die haben ein Dosierungsventil, und das alles muss akzeptiert werden, EPA. Und wenn das nicht angepasst werden ist, muss Volkswagen auch die Fahrzeuge zurückkaufen. Und dann müssen sie genauso zurückgezogen werden wie Generation 1. In Europa, da ist dieses Plastikrohr, dieses, was in euer Fahrzeug getan wird. Ehrlich, 2-Liter-Engine, 3-Liter-Motor ist. You don't need to work in the automotive industry understands that a plastic part for 3 euros and some better flow calculations are not the same. Jeder in der Automobilindustrie versteht, dass ein Stück Plastik und ein paar Flussberechnungen reichen werden, dass das nicht reicht als Investition, um das Problem zu lösen. Und so that's kind of the settlement there. The process is quite interesting. Der Prozess ist ganz interessant. Volkswagen muss 58% aller Kunden erreichen, damit die ihr Fahrzeug zurückbringen und es überholt wird. Sonst gibt es juristische Probleme in den USA. Jemand in den Staaten kriegt etwa so $10,000 to $20,000 über den Wert ihres Autos, und das ist also ziemlich. Because the last lines you're seeing there is 2.7 billion on the 2. Die letzte Linie, das sind 225 Millionen, und das sind noch zusätzlich 25 Millionen für das Cap Ausgleich. Das wird dann benutzt, um neue Busflotten zu kaufen, um Infrastruktur für Null-Emissions-Grid zu kaufen. Das ist dann einiges Geld, was verfügbar ist für die Staaten, und Kanada hat auf einen ähnlichen Betrag gesammelt. Und das ist gut für die Umwelt, und nett von VW für die Umwelt. So the press people that only read the slides don't get it, so they really need to see the talk. Bosch seems to have settled for Bosch scheint für 300 Millionen zu gesettelt zu haben. Das ist jetzt nicht auf den Folien drauf. Und das ist, um ihren Anteil an dem Dieselgate auszugleichen. Und ihr habt letztes Jahr gesehen, wie viel Bosch gewusst hat, und das ist nicht. Und ihr habt letztes Jahr gesehen, dass es nicht möglich ist, das sowas abzuziehen, ohne dass der Elektronikhersteller davon Bescheid weiß. Und das war Bosch. Das ist das die Formular, was du ausfüllen musst, wenn du dein Auto zurückbringen willst. Und Volkswagen hat 700 Leute in den USA, um diesen Prozess durchzuführen. Und dieses Geld, das hier ist auch eine Jobmaschine. Jeder Händler hat eine bestimmte Person für diesen Prozess, um für diese Volkswagen-Ausgleich. Ich finde das ein wenig lustig hier, weil in diesem Prozess muss man ausfüllen, dass das Auto tatsächlich die Meilen gegangen ist, die es auf der Meilenanzeige Kilometerstand steht. Und die meisten Gebrauchtwagen, die verkauft werden, haben natürlich gefälschte Kilometerzähler. Das ist auch ein Skandal, der nicht so gerne berichtet wird. Also es gibt ungefähr eine 1 in 3 Chance, dass das Auto das Geld nicht wert
ist, dass die das angezeigt ist. Aber niemand scheint Interesse daran, dieses Problem zu lösen, obwohl es eigentlich einfach ist. Also muss VW jetzt auf diesem Formular angeben, also wie viel, dass man da eidesstattlich versichern muss, dass das Auto, die Kilometer auch gefahren ist, die angezeigt werden. Okay. So, the thing is, Also die offizielle Erzählung von Volkswagen, die offizielle Version von Volkswagen ist, dass sie Transparenz und Vertrauen wiederherstellen wollen. This is from Mr. Müller. Dies ist von Matthias Müller, CEO of Volkswagen, dem Vorsitzenden von Volkswagen, Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen. Von Anfang an habe ich auf Aufklärung gedrängt. Es ist ein, wir werden vor nichts zurückhalten. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber es ist unsere einzige Alternative. Für uns ist das Einzige, was zählt, ist die Wahrheit. Der Vorstand von Volkswagen bedauert tief diese Situation und möchte unterstreichen, dass sie systematisch diesen Verfolgs von Aufklärung und Transparenz weiterverfolgen wollen. Und Minister und Staatsoberhäupter lesen keine Presseerklärungen und deswegen schreiben die an alle Regierungsoberhäupter persönliche Briefe, in denen sie ihnen persönlich diese Behauptungen weitergeben. Und das ist die gleiche Geschichte. Es geht uns gut. Also wir sind dran und wir haben die Deutungshoheit und wir informieren euch und wir sind informiert. Let's check one thing. Also. Thank you. Danke. Genau, wenn der Dieselgate begonnen hat, dann waren zwei Sachen. Einmal wurde klarifiziert, dass es ein tatsächliches Problem ist, dass und dann war ein C2-Issue. Und das zweite Problem war, dass das Auto deutlich mehr Benzin verbraucht, Diesel verbraucht, als das hier ist mein Martin Hase-Moment. Und wenn man diese Linie sieht, keine unrechtmäßigen Änderungen. Also Volkswagen sagt, wir haben heute nichts gefunden. Das ist ein Zeiger, wir müssen bald weiter gucken. Das ist vom November dieses Jahres. Das ist eine neue Sammelklage. Audi hat eine Anklage angestrengt, weil innerhalb des Getriebes ein anderes Gerät ist, das Auto sehr schlecht laufen lässt, sehr untertourig, aber das ist gut für Testzyklen. Aber wenn das Auto einfach keine Leistung abgibt, dann verbraucht das sehr wenig Benzin und es hat also sehr gute angezeigte Abgaswerte. Und wir haben das gefunden. Felix wird mehr Details über die technischen Seite geben. Das ist also das Gleiche jetzt. Also es gab eine außergerichtliche Einigung für den Motor und jetzt passiert das Gleiche fürs Getriebe. Next fact check. Warranties. Jetzt geht es um Garantie. Volkswagen weigert sich, in Europa Garantien zu geben. Wir bekommen nur die billigen Korrekturen und der ADAC in Deutschland, der größte Vertreter der Autobesitzer, sagt, könnt ihr uns keine Garantie geben, dass es wenigstens keine schlechten Auswirkungen auf den Auto hat? Volkswagen sagt, nein, wir können das nicht. Wir geben euch ein Zertifikat, eine garantiegleiche Bescheinigung, aber keine Garantie. Und Grund seien juristische Feinheiten. Wir können das nicht machen. Es tut uns leid, aber ihr kriegt ein Papier. Und das ist, was in den Vereinigten Staaten passiert.
Das ist also auf dem zum 22. Dezember rausgekommen. Die Amerikaner bekommen eine 10 Jahre lange Garantie oder 120.000 Meilen, das ist ungefähr 200.000 Kilometer, und sie bekommen 4 Jahre oder 48.000 Meilen, nachdem der neue Katalysator installiert worden ist. Also die bekommen nicht nur einen Stapel Geld, sondern auch eine Garantie, dass die Reparatur auch wirklich funktioniert. Also offensichtlich geht das, aber es gibt eine Diskrepanz zwischen dem amerikanischen System, das die Hersteller zwingt, Garantien abzugeben, und das europäischen System, das einfach nicht genügend einschüchternd ist für die Firmen, so dass die Firmen das nicht garantieren müssen, und wenn sie es nicht müssen, dann tun sie es auch nicht freiwillig. Sie könnten sagen, also wir haben da Scheiße gebaut, wir müssen das, wir geben euch eine Garantie, aber das machen sie nicht. Jack Ewing von der New York Times ist einer der wirklich guten, wenigen wirklich guten Autojournalisten, hat er so formuliert: In Amerika kriegt ihr Cash und in Europa kriegt ihr Plastikrohre. Es gibt noch was anderes, was ich euch zeigen will. Ich habe das vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung publiziert. Volkswagen sagt, dass sie Transparenz wollen, aber was sie wirklich machen, ist, sie halten so viel Informationen wie möglich zurück und geheim. Und jedes Mal, wenn jemand Volkswagen verklagt, dann einigen sie sich. Und zwar, früher war die Einigung, der Vergleich im Gericht, und jetzt machen sie außergerichtliche Vergleiche, weil dann das Gericht nur aufzeichnet, dass ein Vergleich stattgefunden hat. Gerichtskosten werden gezahlt, aber man weiß nicht genau, wie der außergerichtliche Vergleich wirklich stattgefunden hat. Wir haben jetzt eine sehr seltsame Situation. Das Kraftfahrtbundesamt sagt, die Autos müssen zurückgerufen werden, aber dieser Rückruf ist nicht erfolgt. Das ist also ein freiwilliger Rückruf. Das heißt, dieser Rückruf ist freiwillig auf beiden Seiten. Volkswagen repariert freiwillig den Car, und der Fahrer, der Besitzer, lässt das freiwillig reparieren. Und der Besitzer kann eine Klage erheben. Und das hat durchs Bezirksgericht gehen. Aber Volkswagen hat Angst davor. Das ist ein Muster, das man sieht. Die möchten nicht, dass Richter den Fall entscheiden. Also eignet sich Volkswagen auf einen außergerichtlichen Vergleich. Und das bedeutet auch, dass Volkswagen ein Geheimhaltungsabkommen die Besitzer unterzeichnen lässt. Und wenn die Besitzer da gegen das Geheimhaltungsgebot verstoßen, dann werden sie heftig bestraft. Das heißt also, Volkswagen kauft einen Teil des Autos zurück, aber wenn sie Besitzer sprechen, dann müssen sie sehr viel Strafe zahlen. Ein Gerichtsfall, der im Landgericht Paderborn läuft, fragt Herrn Mr. Korn auszusagen als Zeuge. Gerichte können Zeugen fragen, aufzutauchen. Aber Herr Winterkorn sagte eigentlich, entschuldige, ich möchte mein Gericht zu schweigen berücksichtigen. Zu schweigen ist ein Recht, was man hat, dass man vor Gericht nicht sagen darf, was später gegen einen verwendet werden darf. Aber der Fall hier ist, Volkswagen hat immer gesagt, Winterkorn ist nicht mehr unser Chef. Wir bezahlen ihm noch dafür, dass er zu Hause sitzt und diesen Vortrag sich anhört. Hallo. Die Sache ist, wenn die Erzählweise war, dann kann er vor Gericht gehen und sagen, dass er nicht wusste. Er kann unter Eid zeigen und dann sagen, dass es
es nicht wusste, aber da musste er willig sein, dass es nicht wusste. Aber er bekämpft das wirklich hart. Aber in diesem Fall ist es eine Einladung für den 20. Januar. Dann hat das Gericht nur eine Anhörung, nur allein darüber, ob Winter Winterkorn auftauchen muss oder nicht. Das Muster, was man sieht, Volkswagen versucht alles zu verzögern, so weit wie möglich, so weit wie sie können. Sie sagen, ja, wir bringen ihn auf und er kann ein bisschen Press und das ist gerecht, aber sie verzögern alles. Das richtige Thema dahinter ist, dass sie until the 31st of December next year. Sie haben sich anders entschieden und jetzt versuchen sie alles zu verzögern und rauszuziehen, weil legalerweise dann, wenn das dann soweit ist, dann wird das Recht zu klagen verstrichen sein und das ist wahrscheinlich was hier passiert. Okay, one thing for the journalists. Okay, eine Sache für die Journalisten. Das hier ist eine Liste von aller deutschen Gerichtsfälle, wo so they are happening and the red ones here are Oberlandesgerichte. So they are like higher level courts. Das sind Oberlandesgerichte, das sind also höhere Gerichte. Ich vermute, so wie ich, habt ihr nicht viel Presse dazu gesehen. Und VW ist wirklich gut, mit der Presse zu kommunizieren und regelmäßige Clips rauszuhauen, Marketing zu machen. Und Journalisten müssen wirklich anstrengende Arbeit machen. Sie müssen zu diesen Gerichten, zu diesen Fällen gehen. Und wir müssen wirklich die Nachricht zu den Journalisten bringen, dass sie wirklich beide Seiten von diesem Fall berichten müssen. Und die Leute, die Magazine lesen, die das Internet lesen, die Zeitungen, wenn Leute das immer noch tun, so dass sie ein faireres Bild bekommen. Die Information ist da draußen, sie ist verfügbar. Unter diesen Aktzeichen, bitte Leute, benutzt es. Ein paar Sachen, die ich vorher sagte in 2015, war versehentlicher Datenverlust. Wenn diese Dinge passieren, dann bekommt das die andere Klagepartei, dann bekommt man das Recht von der anderen Partei, die Daten zu bekommen. Und in Europa ist das anders und das ist eine recht gute Methode für die, also dass die andere Seite ist es mühsam, die Daten zu produzieren, die zeigen, dass sie betrogen haben. Und hier sind zwei Fälle. Das ist einmal Daniel Donovan, Informationsmanager im allgemeinen Rechtsbeistand von VW von Amerika. Und Daniel Donovan hat in Frage gestellt, bewahrt ihr auch eure Daten auf? Und er wurde dafür gefeuert. Und hier ist was von Jack Ewing, das ist wortgleich, das ist die Version von VW und das wurde außergerichtlich fand eine ausgerichtete Einigung fein. Ich gebe hier den Namen nicht, weil es nicht öffentlich bekannt ist. Ihr könnt Google benutzen, aber es gab einen Rechtsberater, der seine Kollegen angewiesen hat, die Dokumente zu löschen. Wir sind unter Druck, bitte löscht diese Dokumente. Das ist nicht wirklich ein coole Sache zu tun, wenn man ein Anwalt ist. Dann haben wir die FTC, die Federal Trade Commission, die Federal Handel, Bundeslandesbehörden. Volvox hat gelöscht oder zufällig gelöscht oder verloren 23 Telefone.
Ich weiß nicht, was da los ist. Die andere Sache ist, Volkswagen hat einen Zeugen gebracht oder dieser Zeuge war entweder nicht unvorbereitet oder weil er sagte mindestens 200 Mal, ich weiß es nicht. Und hier haben wir wieder einen Maha-Moment von zu viel Kommunikation. Volkswagen hat in der Pressemeldung gesagt, er war sehr vorbereitet. Wir haben 20 Tage ihn vorbereitet. Es brauchte Volkswagen 20 Tage, einen Ingenieur vorzubereiten. 200 Mal, ich weiß es nicht zu sagen. Okay. Warum haben wir überhaupt dieses Problem in Europa? Dieses Problem scheint in den USA nicht zu existieren. Or regulation by Stack Overflow, or however you want to call it. The thing on the upper side is the American regulation. They define two things. Der Oberseite ist die amerikanische Regulierung. Aber die Folien werden später veröffentlicht, dann kann man das genau nachlesen. Die grundlegend modify some physical values which have an effect on emissions. And then there's a defeat device. A defeat device is an AECD. Dann gibt es ein Gerät, was die Effektivität reduziert. Und in vielen Fällen wurde es nicht veröffentlicht. Ihr könnt dieses Gerät haben, was die Effektivität des Emissionsausstoßes Geräts reduziert. Now, whoever wrote the law for the European Union, das Gesetz in der EU geschrieben hat es anscheinend nur kopiert, was man hier sieht in der zweiten Folie, und dann sieht man oben die ganze, man kann es nur vergleichen. Und sie haben es einfach kopiert und haben gedacht, wir brauchen die ACDs nicht. Das Defeat-Device ist ein ACD. Ich verstehe das, also sie haben sich einfach gedacht, ich verstehe das nicht. Wir haben das nicht verstanden, was ein ACD ist. Also lassen wir es einfach. Und deswegen sagt Volkswagen, wir haben kein Defeat-Device, kein Abschaltgerät, und wir haben kein ungesetzmäßiges Abschaltgerät unter europäischem Recht im Vergleich zum amerikanischen. Und sie stellen das klar und sagen, die Effizienz der die Effizienz der Emissionskontrollsysteme wird nicht gesenkt. Was sie sagen, dass sie eine Lücke im Gesetz gefunden haben, und das andere Problem ist, dass die Europäische Union hat, dass es eine Herde von Katzen hat und dass sie nur einen kurzen Stock haben, und das ist das EU-Vertragsverletzungsverfahren. Die Sache hier ist, sie würden gerne richtige Emissionskontrolle haben, aber sie können es nicht, weil es in lokales Recht gegossen werden muss. Die keine rechtlichen Sanktionen haben, und Hersteller halten sich dann auch nicht an umgehen dann auch die Sanktionen. Und dieser Mensch hier war sehr wütend, als VW nicht aufgetaucht ist, als er gesagt hat, wir haben unseren wunderbaren Bericht, wir haben diesen wunderbaren Bericht gemacht, und Fiat hat dann gesagt, ja, wir werden in Italien kontrolliert, und wir
Wir berichten den Italienern gegenüber, aber der war sehr sauer, weil Fiat mit denen nicht zusammengearbeitet hat. Und er meinte, dieses unkooperative Verhalten von Fiat ist völlig unverständlich. Deutschen Zeitung. Und dann hat er den Report dahin das schon ein Buch war. Wir kennen das Zitat mit industriefreundlichen Grüßen von der deutschen Zeitung. Und sie haben es noch weiter verweichlicht. Ich war in dem IMIS, Kommission von der Europäischen Union. Was war das? Untersuchungskommission von diesen. Und ich zitiere einen Witz. Und ich zitiere ihn, jeder Wissenschaftler, der das tut, es ist sehr schändlich und nehmt es raus aus eurem Lebenslauf. Was er auch in diesem Pressemitteilung sagt, es darf nicht sein, dass ein europäisches Gesetz so formuliert, dass sich die Hersteller unter dem Matratzen hinter dem Argument verstecken können. War das Fahrzeug, was er dann natürlich meinte, war der Fiat 500X. Aber wenn man an diese an diesen Motor guckt, das vom Audi Audi 3 mit der Maschine anschaut, die kann, darf die in der Kälte und im Warmen 168 Milligramm pro Kilometer aus. Und sobald man aus dem Temperaturfenster draußen ist und auf der Straße ist und sobald man das Lenkrad bewegt, werden 860 Milligramm pro Millimeter emittiert. Und diese Motoren werden in Ungarn produziert. Ich war auf einem Code Retreat auf einer Insel im Mittelmeer. Das ist ein das ist was für die Angestellten. Und ich habe die Bild-Zeitung gelesen, weil nur Bild, dass diese Dinge überhaupt berichten und alle anderen schreiben dann von Autobild ab. Und da habe ich einen echten Brüller gefunden. Das Kraftfahrtbundesamt hat keine Leute, die bewerten können, was Opel ihnen gibt. Und sie haben die haben also jemanden beauftragt, der einen Hacker. Und ich glaube, dass das nicht ein lauffähiges Geschäftsmodell für Autoritäten ist, für Behörden ist. Okay. Okay. So, second to last point. Zweitletzter Punkt, Braunschweig. Das Braunschweig Staatsanwaltsoffice ist das, was den Fall analysieren für den Volkswagen gehobenes Management. Die haben einige Leute, die sie untersuchen. Das Martin Winterkorn. So that's great. That's great. They're actually doing something. Das ist toll. Sie tun einiges. Aber wir wissen nicht, was sie tun, weil wir nicht kein Feedback bekommen, keine Rückmeldung bekommen. Ich habe keine Ahnung, was sie tun. Ich habe gute Kontakte mit jedem, aber das sind die nie schreiben. Das Einzige, was sie fragen, ob sie Felix Domkes Telefonnummer haben. Vielleicht ist er in der Lage, uns mehr zu erzählen, was sie tun. Das ist das Gericht von Mayo, ein Ort in Irland, sehr schön dort. Und somebody to produce documents to clarify the case. So in this case, in diesem Fall hat der Richter den Volkswagen befohlen, Dokumente vorzulegen und sie haben es gehasst, sie waren wirklich wütend. Und was ist passiert beim nächsten Meeting im September diesen Jahres, hat der Vertreter von Volkswagen dem Gericht gesagt, dass das komplett unfair und ungerechtfertigt ist.
Und sie haben quasi nichts vorgebracht und, mit der Begründung, dass sie glauben, dass das Gericht keine Rechte in der Situation hat, keine juristischen Rechte. So, und to actually add, you know, to this, they walked out. Noch dazu haben sie das Gericht verlassen im Protest. Their lawyers walked out of the court. So the thing is, die Sache ist, die Richterin ist eine ziemlich coole Lady und sie sagte, sie macht mit Hamlet, also dem Schauspiel weiter und sagte, Volkswagen hat jetzt einen sehr spektakulären Walkout. Und das hat ist vorher noch nicht im Gericht passiert. Und die Iren versuchen, dem Fall ein bisschen weiter zu helfen. Und sie haben einen Gentleman, der Mr. Liang, der lang für Volkswagen in Deutschland und dann in den US gearbeitet hat. Und er ist jetzt der Hauptzeuge. Und sie haben einen Deal mit ihm gemacht, dass sie seine Kosten und vielleicht seine Gefängniszeit limitieren werden, wenn er kooperiert. Und hier, der Angeklagte wird mit der Regierung kooperieren und the Americans are actually bringing the witness to Braunschweig. Und mit jeder anderen Law Enforcement AG, die vom Gericht festgesetzt wird, unter anderem Braunschweig in Deutschland. Okay, Bonusrunde für die letzten 5 Minuten. Jemand auf Reddit hat es geschafft, sein Auto zurückkaufen zu lassen und er hat $21,000 dafür bekommen. Die Sache ist, die Rückkaufbedingungen beinhalten, dass das Auto einen Schaden haben muss. Und weil dann ist der Rückkaufprozess leichter. Und beim Rückkaufpreis geht es nur darum, was hat es gekostet, ist beschädigt und wie viele Kilometer sind drauf. Und darüber haben wir schon gehört. Und das hier ist das rückgekaufte Auto. Und hier sieht man die ganzen Vorteile an der Front. All the front parts would be pretty good use for my friend who has a Volkswagen and wants to keep it. Die Teile in der Front wären alle noch wären ziemlich praktisch für einen Freund von mir, der auch einen Volkswagen fährt. Wir haben hier also eine Firma, die Millionen ihrer Kunden betrogen hat. Mehr als eine halbe Million in den Staaten. Da fehlt eine Folie, das ist nicht gut. Ich hoffe, die Leute, die das Video aufgesetzt haben, eingerichtet haben, haben die nicht gelöscht. Oh no, it's deleted. That's not very nice. Oh, it's moved. Sie ist weg, sie ist nur verschoben. It actually shouldn't be there. It's the second. Sie sollte dort nicht sein, es ist die vorletzte Folie. Yay. So this is from also das hier ist aus einem Meeting aus diesem Vergleich. So. At least one owner went so far as to strip the car of almost every removable part, including seats, doors, a radio and even the airbag. Now remember, that company has actually denk dran, diese Firma hat tatsächlich eine halbe Million Leute in den Staaten, ein paar Millionen weltweit betrogen. Sie haben auf der Car. Jetzt sind da 5 Leute, die Teile von ihren Autos runtergenommen haben und die werden nicht. Takeaway points.
Also die Themen zum Heimnehmen. Es wird noch viel von anderen kommen. Volkswagen verspricht Aktionen, aber die Aktionen sind vollkommen anders. Also glaubt nicht der Geschichte von VW. Und es gibt keine effektiven Regeln. Es gibt keine